De wintermaanden komen eraan en voor veel reizigers betekent dat vaak een vlucht naar de zon of een bezoek aan de familie. Airport Wezen, net over de Duitse grens, verwacht dit seizoen meer passagiers dan de afgelopen winterperiode. Vooral in de decembermaand wordt het een drukke tijd verwacht voor de luchthaven. De winter is in aantocht en voor veel reizigers betekent dat een vlucht naar de zon of een bezoek aan familie. Vliegveld Wezen verwacht deze winter meer dan 550.000 passagiers. Een druk seizoen ligt in het verschiet. Also die nächsten Wochen werden für uns ist Jahresendspurt, wie man es in Deutsch sagt, die Year-End-Rally. Und wir erwarten etwas über 100.000 Passagiere im Dezember mit wirklich Spitzen und Peaks kurz vor den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel. Komende periode zullen veel passagiers hun vertrek nemen vanaf het vliegveld. Dr. Paps laat weten dat er 100.000 meer zullen zijn dan de vorige winterperiode. Toch is het vliegveld goed voorbereid op deze drukte. Nein, wir sind auf die Passagiere gut vorbereitet. Letzten Endes muss man wissen, dass der Winterflugplan für uns immer ungefähr 50-60% des Volumens vom Sommer darstellt. Das heißt, wir kennen viel mehr Passagiere, die gleichzeitig unser Terminal und unseren Flughafen besuchen und sind bestens vorbereitet. De luchthaven verwacht een stijging van het aantal passagiers deze winter met meer dan 3.500 vertrekken. Populaire bestemmingen zoals Malaga, Girona en Edinburgh trekken deze winter vele reizigers. Ja, also generell sind die Destinationen für uns klassische entweder Urlaubsregionen, ja, also Spanien, Italien, aber auch Frankreich, und wir sind ein sehr starker Flughafen für Marokko. Da haben wir viele Verkehre, wo Familien, insbesondere aus den Niederlanden, Familienbesuche stattfinden, sogenannte VFR-Verkehre, Visiting Friends and Relatives. Und wir sind ein Flughafen mit 7 Destinationen in Marokko. Und sind zwischenzeitlich 8, mal sind es 6. Auf jeden Fall ein Flughafen in Deutschland, von dem Sie direkt nach Marokko fliegen können. Also normalerweise ist es, wir wissen es nicht im Voraus natürlich, aber die Regel bei uns ist, dass etwa 40-50% unserer Gäste aus den Niederlanden kommen. Dr. Pabst macht deutlich, dass auf Zeit kommen auf das Vliegveld noch altijd belangrijk ist. Also generell raten wir, 2 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Bei Reisen in Non-Schengen-Gebiete, also insbesondere auch Marokko, auch 2,5 Stunden. Dann hat man genug Zeit zum Check-in, auch genug Zeit für die Sicherheitskontrolle und kann sehr relaxed in den Urlaub oder zum Familienbesuch starten.